Der Weltranglisten erste Wang Hao, also als erster im Finale. Und da trifft er dann entweder auf seinen Landsmann und Weltmeister Wang Li-Chin oder auf Südkoreas Olympiasieger Ryu Sung-min. Das sind die Protagonisten im zweiten Semifinalduell beim Herrenweltcup in Barcelona. So wie vergangenes Wochenende in Magdeburg, auch wieder chinesische Fans in der Halle. Und damit wir in die letzten beiden Spiele, nämlich das kleine Finale zwischen Boll und dem Verlierer dieser Begegnung und auch das Endspiel in voller Länge zeigen können, steigen wir hier ein im sechsten Durchgang. Das Ganze bei einer 3:2 Satzführung für Ryu Sung-min und der Olympiasieger liegt auch in diesem sechsten Durchgang knapp vorne. Sie sehen es mit 3:2. Haben Sie den großen Unterschied gesehen? Jetzt die Rückhand von Ryu Sung-min. Er spielt dieses traditionelle Penholder-Spiel und entsprechend auch die traditionelle Rückhand, will heißen, er spielt mit dem Vorhandbelag. Auch Rückhand. Und der zweite Belag, der ist quasi nur pro forma auf dem Schläger, weil es so vorgeschrieben ist. Er kommt aber gar nicht zum Einsatz. Wang Li-Chin dreimal Weltmeister im Einzel. Der 29-Jährige, da sehen Sie das Greifgerät von Ryu Sung-min müsste es sein. Bei Wang Li-Chin sieht das doch ein bisschen ebener aus mit dem Griff. Das können Sie hier wunderbar sehen. Naja, Wang Li-Chin auf jeden Fall dreimal Weltmeister im Einzel schon, aber er hat noch nie den Weltcup gewonnen. Und das sieht gut aus für Ryu Sung-min. Bilanz vor diesem Duell aus Sicht des Südkoreaners. 3:12. Klingt bitter, aber der hat nun wirklich in letzter Zeit unter Beweis gestellt, dass sowas überhaupt nicht zu bedeuten hat. Stand gegen Boll 0:7. Und gewann das Medaillenmatch bei der WM in diesem Jahr. Gegen Malin sogar 0:11. Und warf den Titelverteidiger aus dem Turnier bei diesem Wettbewerb in Spanien. Das hat er klasse gemacht. Und das war natürlich auch schon wieder dieser Punkt der Antizipation. Er hat geahnt, was Wang davor hat. Spielt ihm in die lange Vorhand und da hat der Südkoreaner drauf gewartet. Und dieser Vorhandschwinger ist einfach unwiderstehlich. Das ist der Schlag, mit dem er in Athen völlig überraschend Olympiasieger wurde. Ryu Sung-min, der Mann, der seine Vorhand häufiger einsetzt als jeder andere Spieler aus der Weltklasse. Und das kann er deshalb machen, weil er so wieselflink auf den Beinen ist. In der Weltrangliste im Moment auf Position 9, Wang Li-Chin auf 3. Und Mr. Perfect, das ist ja so ein bisschen der Spitzname von
Wang Lichin ist mit seinem Latein am Ende 7 Matchbälle für seinen Kontrahenten aus Südkorea. Wenn es die WM nicht gegeben hätte, dann müsste man sagen, es ist nicht das Jahr des Wang Lichin. Aber die Goldmedaille bei der Einzel-WM, die hat natürlich alles herausgerissen. Und da kann man schon lieber mal so ein Halbfinalduell beim Weltcup gegen Ryu Seung-min verlieren. Obwohl das Wang Lichin natürlich auch alles andere als recht ist. Der Olympiasieger setzt also das zweite dicke Ausrufezeichen, nachdem er zuvor schon den Titelverteidiger Malin ausgeschaltet hat. Gleich hier bei Eurosport das Spiel um Platz 3 zwischen Timo Boll und Wang Lichin.